einer gleichberechtigten Partnerschaft hab ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Du bist zu spät bei unserem ersten Date. Das Gespräch ist verkrampft, das Lächeln gefällt. Du fragst nach meinem Sternzeichen, das hat gerade noch gefehlt. Der Kellner tritt an den Tisch. Hier ist ihre Brennnesselkiche. Und ich denke, hey, das gibt's doch nicht. Ich renne aus dem Laden, ohne zu zahlen, und fahr mit meinem Rad direkt zum Görlitzer Park. Denn hier gibt es das, was den Tag noch retten kann. Hähnchenmann, Hähnchenmann, gib mir ein Hähnchenmann. Hähnchenmann, Hähnchenmann, und mach die scharfe Soße rein. Habe ich ein tierisch gutes G. Und meine Freundin sagt im Bett, bin ich so gut wie noch nie. Doch eines Nachts erwache ich aus einem Traum, das Laken nass. In meinem Mund ist Schaum. In meinen Ohren hallen Stimmen, die mir sagen, du musst deine Zähne in ein Hähnchen schlagen. Ich renne aus dem Haus, steige in den Wagen, direkt zum Hühnerhaus, um ein Hähnchen zu nagen. Verlassen hat sie mich, meine Braut, statt am Ohrläppchen knabber ich große Hähnchenhaut. Hähnchenmann, Hähnchenmann, gib mir ein Hähnchenmann. Hähnchenmann, Hähnchenmann, und mach die scharfe Soße. Völlig egal, ob man sich nur eine Riester-Rente oder einen DAX-abbildenden Investmentfonds leisten kann. Ob hässlich und arm, ob schön und reich, das halbe Hähnchen mit Pommes ist für alle gleich. Für Hajo und Peter von der BSR, Hassan und Yusuf, die Goldketten sind so schwer. Die Gesichtstätowierten, deren Namen niemand kennt. Für Holger, den schwäbischen Langzeitstudent. Für Hans Aikakis aus dem Import-Export-Laden. Werbegrafikerin, 19 Messer und Gabeln. Hähnchenmann, Hähnchenmann, gib mir ein Hähnchenmann. Hähnchenmann, Hähnchenmann, und mach die scharfe Soße ran. Hähnchenmann.